Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Ark. Ja. Nachdem die Aufnahme gerade gewaltig schief gegangen ist, warum auch immer, mein blödes Aufnahmeprogramm hat nicht gestartet, mache ich das jetzt gerade nochmal und fliege hier einmal quer durch die Landschaft. Und habe diesmal im Gepäck, was ich brauche, um die Fehler von vorhin, die ja jetzt nicht aufgenommen sind, ausbügeln zu können. Ja. Dumm gelaufen. Aber ich weiß auch nicht, was das jetzt war. So, wir fliegen also einmal hier quer über mit Speedy hier, ne? Der inzwischen, was haben wir denn hier? 175% Movement Speed hat, also nicht mehr der langsamste Vogel ist. Mit dem fliegen wir mal ganz grob in Richtung hier, Vulkan. Nämlich den namensgebenden Vulkan dieser Karte. Denn dort hinten steht ja unsere Ölquelle. Und bei der Ölquelle habe ich etwas gebaut. Da habe ich hier angefangen, eine Wüstenbasis hinzustellen. Jetzt nicht unbedingt das größte bislang. Es ist ein Haus, noch kein Zaun. Teilweise sehr nervige Nachbarn. Das Übliche halt, ne? Also das Übliche. In der Aufnahme, die schief gegangen ist, habe ich das erweitert gerade ein bisschen, dass es eben besser aussieht, symmetrischer ist, ein bisschen größer ist. Ich hatte damit 3x3 angefangen, jetzt ist es 5x3 immerhin schon. Und ja. So, da vorne mittig, man sieht es am Horizont, da ist ein kleiner See mit einem Steg und Insel drin. Rechts daneben aus der aktuellen Sicht ist die Basis oder das Häuschen. Davor ja auch die Ölquelle, die übrigens reichlich produziert. Ich habe da vorhin 400 Öl rausgenommen und war beim letzten Besuch auch, glaube ich, 600, also knappe 1000 Öl hat die schon produziert, mal nebenbei. Also um Öl brauche ich mir seit dieser schicken Ölquelle keine Sorgen mehr zu machen. In Scorched Earth waren die Dinger wichtig, diese Ölquellen. Denn da gab es ja schlicht und ergreifend kein Wasser, damit keinerlei Meerestiere natürlich und eben auch die normalen Ölquellen, die unter Wasser sind, die gab es da nicht. Daher wurde mit den Ölquellen eine neue Möglichkeit geschaffen, an Öl zu kommen, denn das braucht man ja nun mal doch für einiges. Ja, wenn man da jetzt mal gerade links neben dem weißen Lutstrahl, das ist diese komische schwarze Struktur, die da ist. Ich bin immer wieder verwirrt, was das ist. Ich muss da irgendwann mal vorbeifliegen, gucken. Weil interessiert mich ja doch. Vielleicht machen wir das nachher mal kurz. Da vorbei. So, gehen wir mal langsam runter. Da vorne steht die Ölquelle irgendwo. Die müsste jetzt dann mal auftauchen. Diesmal läuft die Aufnahme auch. Ich habe gerade nochmal rüber geschielt. Mann. Doch, da ist die Ölquelle. In dieser Ölquelle. Manchmal knabbern da Rex an der Ölquelle. Liegt schlicht und ergreifend daran, dass irgend so ein armer Dödi, nachdem ich sie gesetzt habe, da drin gespawnt ist. Er tut mir tierisch leid, aber was soll ich tun? Ja. Ich habe das letzte Mal hier auch schon ein S+. Ich habe noch nichts mitgebracht, was Strom braucht, obwohl ich ja jetzt. So. Ne? Ich habe hier jetzt Strom und habe noch nichts mitgebracht, womit ich den Strom verbrauchen kann. Ne, ihr seht hier zwei Kanus, ein paar Wölfe, warum auch immer Wölfe in der Wüste sind, ne, mit dem dicken Fell. Zwei Skorpione, also die Nachbarschaft ist nicht die beste, um das mal so auszudrücken. Hier eben meine Wendeltreppe nach unten. Kleine Lagerbox. Und hier habe ich gebaut. Und gebaut habe ich. Moment, ich habe eine Demolition Gun dabei. Ah ja, und ich habe ein paar Waffen mitgenommen. Dass ich hier einfach mal ein paar Waffen reinlegen kann. So. Einfach so für die Verteidigung, wenn es notwendig ist. Oder wenn ich halt Werkzeug vergessen habe, dass so ein Kram mal da ist, ne? Habe ich mich gedenkt. So, hier habe ich schlecht gebaut, nämlich. Und zwar habe ich halt hier. Ja, zu viele Fenster gehabt.
Da ist es. Da ist schon wieder so ein Viech. Der will gerade an meinen Vogel, will der ran. Und da ist ein Kano. Viererkano. Also man sieht's, ne? Nicht die schönste Gegend hier. Gucken, ob ich da hochkomme, dass ich von oben zumindest den Kano mal platt machen kann. Level 4 Kano müsste ich. Wow! Sag mal! Das ist nicht okay, was du da machst, hier einfach so rein beißen. What? 176 Schaden? Aber auf was? Ich glaube, ich muss den doch durch die Fenster schießen. Also vorsichtig schnell wieder runter. Da. Er hat gesessen. Ups. Der steckt in der Wand. Wo macht der? Der macht Schaden auf meinen. Auf meine. Oben da auf das. Wie heißt's? Auf den Stein, auf meinem Gebäude machen sie keinen Schaden. Die machen Schaden auf die Windmühle. Oh, hab den Steinfall wieder eingesammelt. Kann ich die eigentlich jetzt hier? Also ich muss schauen, dass diese Winddings. Ich will die auf jeden Fall noch höher machen. Im Idealfall hier oben drauf aufs Dach. Muss ich noch gucken, wie ich das mache. Das ist nicht nett hier. Oh. Wo ist der andere? Ja, mal lass die Tür zu. Bist du irre? Da ist er. Da ist der Wolf. Mensch. Wie gesagt, keine schöne Nachbarschaft. Aber die Viecher müssen weg, bevor wir hier die Umbauarbeiten machen können. Weil ich will nämlich hier eben die Fenster wieder einsammeln und runtersetzen. Oder habe ich. Da kann ich gar nicht, glaube ich, weil ich sogar was vergessen habe. Ja, obwohl. Nee, ich habe keine Wand zu viel. Ich habe zu viele Fenster aktuell. Na komm, steck noch mal den Kopf rein. Da. Jetzt hat er sich den vor uns zerlegt. Das heißt, er müsste wieder einigermaßen geheilt sein hier. Messer. Hier einstecken. Ach guck mal, ich habe hier auch ein Fenster. Das ist ja praktisch. Das ist der Skorpion. Voilà. Impf. Na, wo bist du, Wolf? Da. Ne? Neben. Sammeln wir wieder ein. Der hat gesessen. 300er Pfeile sind noch nicht schlecht, ne? Da ist er wieder. Anlocken. Okay. Das gibt's ja nicht. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, den will ich eigentlich nicht treffen, auf keinen Fall. Hier so aus Versehen. Weil der tut mir wahrscheinlich nichts. Der tut Wolf was. So, endlich. Waren das alle? Das hat wieder gedauert hier.
Lass mich mal umgucken. Er ist am Wegrennen. Kannst dich wieder beruhigen. Die sind übrigens super. Die haben da in den Höckern Wasser gespeichert. Das kann man einfach zeigen jetzt hier. Höp. Da. Der kann nämlich Wasser speichern, dass er dann zum Beispiel da mal trinkt beim Schwimmen. Und dann kann man ihn, ja. Tatsächlich, die Windturbine geht kaputt. Das ist aber unpraktisch. So günstig war die jetzt nicht. Wie viel hatten die noch? 4.500. Ja, also. Da muss ich mir was überlegen. Die muss auf jeden Fall höher. Die muss also auf jeden Fall noch ein Stück hoch. Mal gucken, wo wir die dann hinsetzen. No. Kommt der nächste. Geh weg. Ah. Schlimm, schlimm. Aber ansonsten hätte ich halt hier auf die Art Strom schon. Ich habe hier die Demolition Gun jetzt gerade dabei gehabt. Das war jetzt ein bisschen unpraktisch, dass ich hier angegriffen wurde. Na, und dann hätte ich hier halt umbauen können. Was ich jetzt halt leider vergessen habe, ist, dass ich Fenster hätte ich noch eins da gehabt. Ich habe vergessen, mir eine Mauer mitzunehmen. Was ich, ja, hier könnte ich es kurz machen. Warte mal, ich könnte hier kurz diese Mauer nehmen. Dieses Mauer nehmen, so. Und dann hier unten eine Mauer setzen. Das sieht einfach besser aus, wenn da das Fenster nicht so ist. Und oben drauf das Fenster, weil da kann man immerhin rausgucken beim Hochgehen, gell? So, da. Kann man nämlich jetzt hier gucken, bevor man geht. Dann kann man losrennen. Hier nochmal gucken. Hier. Ja. Hier nochmal gucken, weil, wie ich es gerade sage, ne? Und so weiter und so fort. Warum? Schon wieder so ein Achter. Das sind immer Achter-Skorpione hier. Oh nee. Ja, ein Acht ist auch dabei. 68, hey. Immer her mit den Erfahrungspunkten. Ja. Der Schuss hat gesessen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den treffe. Das war eine reine Schätzung jetzt mit dem Pfeil. Aber hey, hat geklappt. Und der hier? Ja, da muss ich bei Gelegenheit reparieren. Sehr unpraktisch. Na, was sagst du dazu, Speedy? Irgendwann kommt hier jedenfalls noch schön drumherum ein Zaun. Ein paar Teile für den Zaun habe ich ja bereits da. Ich könnte ein paar Teile für den Zaun aufstellen. Jetzt haben wir, ich glaube, jetzt haben wir gerade ein bisschen Ruhe, was die ganzen blöden Monster angeht, oder? Hoffe ich. Hopp. Die lassen wir da. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass ein bisschen Ruhe ist. Ja, vielleicht. Ich baue jetzt einfach mal hier so, hier die Mauer so dran, ne? Teilweise auch rein. So. Ja, ich glaube, das passt. Fangen wir mal an, eine kleine Mauer zu bauen hier. Was war das nochmal? G? Ja, Stride Snaps. 0G. 0G. Immer schön die 0 und die G. So. Bauen wir hier mal ein Häuschen drumrum. Ein Zäunchen drumrum. Ja, hier muss ich dann irgendwie mal gucken, dass ich noch an mit Metall auf jeden Fall hier das Wasser hole. Mit normalem Stein wird es dann nicht getan sein, fürchte ich. Wie weit hier ich jetzt da hinten noch rausziehe, da bin ich mir noch nicht sicher. Aber ich glaube, wir stellen erstmal so um. Also wir machen erstmal das so ein bisschen weiter rüber und na. So.
Und langsam können wir dann. Ah, jetzt hat. Hier zumindest auf einer Seite schon mal ein bisschen Mauer machen. Wände haben wir auch noch einen Sprung. Können wir da wirklich schon ein bisschen Mauer reinmachen? Ne, so. Die schwebende Mauer erstmal. Aber die hält halt schon mal ein bisschen was auf. So. Na, besser als nichts. Wir haben angefangen. Und mehr geht im Moment noch nicht. Da müssen wir dann noch gucken. Also wir brauchen hier massenhaft an Steinen noch. Und so weiter und so fort. Was mir gerade durch den Kopf geht ist. Was war nochmal mit diesen Kakteen? Mordrelatops. Was war mit den Kakteen? Stroh. Kaktussaft, genau. Kaktussaft gibt's da nämlich. Ich ernte mal gerade eine ab. Und diesen Kaktussaft, da ist gar nicht mal wenig, was da rausgekommen ist. So. Hält nicht allzu lang. Müssen wir also auf jeden Fall in mal einlagern, dass ein bisschen länger hält. Und dann fliegen wir den einfach mal zurück. Weil wir brauchen, also das nächste Mal muss ich auf jeden Fall mal schauen, dass wir höher kommen noch. Ne? Das müssen wir noch machen. Das will ich noch machen und dann mal gucken, dass wo ist. Ich glaube, grob die Richtung. Will also auf jeden Fall da noch einen zweiten Stock draufsetzen. Auf den zweiten Stock dann wahrscheinlich die Windmühle. Tatsächlich ganz oben. Irgendwie mittig dann tatsächlich auch. Außenrum eine kleine Reling ziehen. Dann müsste die Windmühle, Windturbine sicher sein. Hoffe ich. Und ich denke schon, dass ich richtig bin. Und da kann ich dann eben, habe ich einen schönen Landeplatz da oben, habe ich Strom, kann von oben runterballern. Und das denke ich, werde ich das nächste Mal machen. Und unbedingt natürlich einen Kühlschrank mal mitnehmen. Und vielleicht ein Bett. Bett wäre vielleicht auch nicht so schlecht, dass man da ein Bett auch mit reinstellt, ne? Dass man da wiederbeleben kann. Wäre sonst auch doof. Ja, und das denke ich, werde ich entweder zwischen den Folgen oder in der nächsten Folge machen. Bin mir nicht sicher. Und ansonsten gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wenn euch was interessieren würde. Wenn ihr Koordinaten zu Höhlen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Wenn ihr freundlich seid, schreibt ihr dazu, mit welchem Level ich da reingehen sollte. Ansonsten werde ich das schon rauskriegen. Und ich werde mir wahrscheinlich echt mal. Ich dachte gerade, hier geht's rein. Und ich werde mir wahrscheinlich echt mal ein Navigationssystem bauen müssen. So ein GPS-Gerät. Dass ich Koordinaten habe und sinnvoll mal auch ein paar Markierungen vielleicht auf die Karte kriege, wo Kram ist. Na, da habe ich nämlich bisher noch sehr, sehr wenig Ahnung. Ach komm, ich gehe auf dem Heimweg Metall holen. Und dann könnte ich mir sowas einzeichnen wie, hey, hier ist meine Basis, da ist die Wüstenbasis, da hat's Höhlen. Gut, die Höhle jetzt bei mir direkt vor der Haustür, die werde ich nicht einzeichnen, vor allem nicht mit allen von diesen, wie heißt's, Eingängen. Weil die hat ja Eingänge noch und nöcher. Das ist ja ein riesen Höhlenlabyrinth über x Stockwerke. Unter den Wolken fliegen sieht man besser. Und da werde ich definitiv nicht jeden Eingang anzeichnen. Ich weiß inzwischen der Eingänge. Ich weiß, wo ich einigermaßen weiß, wo ich rauskommen kann damit. Und die andere Höhle, ja, die Labyrinthhöhle, die denke ich, werde ich jetzt auch nicht mehr unbedingt extra einzeichnen. Ja, im Zweifelsfall weiß ich ja, die ist an meiner Basis. Ja, sowas werden wir machen. Ja, ansonsten sage ich jetzt erstmal wieder Tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal so alles treiben. Tschüss.